Herzlich willkommen zu Extra 3. Wir alle hatten uns auf die Corona-Lockerungen gefreut, aber seit ich mir in den letzten Tagen die sogenannten Hygienedemos angeguckt habe, wundere ich mich doch. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das Erste, was gelockert wird, die Schrauben sind. In mehreren deutschen Städten haben tausende Menschen gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie protestiert. Sie warfen der Bundesregierung unter anderem vor, Grundrechte zu beschneiden. Super. Keine Mindestabstände, fast keine Masken, alle munter beieinander. Dafür haben wir uns jetzt wochenlang angestrengt. Schönen Dank auch. Da treffen sich Rechtsradikale, Linksradikale und Aluhutträger. Kurz gesagt, die erste weltweite Vereinigung von rechter Zelle, linker Zelle und Gummizelle. Natürlich waren sicherlich auch ein paar Vernünftige dabei, aber die müssen sich vielleicht auch fragen, mit wem sie da zusammen demonstrieren. Und natürlich ist es das gute Recht von jeder Mann und jeder Frau, anderer Meinung zu sein als die Regierung. Und das auch offen kundzutun. Klar. Aber es ist zumindest nicht ganz logisch, dann von einer Meinungsdiktatur in Deutschland zu sprechen. Denn das ist nun mal ganz simpel, eine Diktatur, gegen die man mit Genehmigung demonstrieren kann und darf, ist keine Diktatur. Oder eine sehr erbärmliche Diktatur. Und ich frage mich einfach, meine Damen und Herren, warum klingt eigentlich kritischer Geist, warum klingt der neuerdings immer so? Sag mal, ich hole mir meine Informationen aus dem Internet und das deckt sich nicht mit dem, was ich jeden Tag in Fernsehen und Presse serviert kriege. Tja, klar, das Internet. Einer wie Christian Drosten hat sein ganzes Leben Viren erforscht und ist ein weltweit angesehener Wissenschaftler. Aber was ist das wert? Von dem, was man so im Internet liest, weiß der zum Teil wahrscheinlich gar nichts. Fragen Sie mal den Drosten nach Schminktipps, da kommt aber nichts. Nada. Ich fürchte ja, meine Damen und Herren, wir haben in Deutschland im Moment eine V-Zahl von 2. Das bedeutet, ein Verschwörungstheoretiker steckt zurzeit 2 andere an. Und immer so weiter. Es gibt auch immer mehr Prominente, die sich plötzlich berufen fühlen, anderen eine vermeintliche Wahrheit zu offenbaren, obwohl sie eigentlich auf ganz anderen Gebieten Experten sind. Attila Hildmann zum Beispiel. Ich bin Attila Hildmann, ich stehe für Bio-Lebensmittel und vegane Ernährung. Punkt aus. Inzwischen hat er leider ziemlich die Pfanne heiß. Ich vermute, da standen ein paar Pilze auf seinem Speiseplan, die es nicht legal zu kaufen gibt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Hildmann hat sich im Netz schon mit einer Waffe gezeigt, weil er gegen die Corona-Maßnahmen kämpfen will. Notfalls mit der Waffe. Er will dafür auch schießen. Ist das eigentlich vegan, auf andere zu schießen? Muss ich mal bei einem Sellerieschnitzel drüber nachdenken. Attila Hildmann meint, wie viele andere, dass Microsoft-Gründer Bill Gates maßgeblich an einer Verschwörung beteiligt ist, die die Weltbevölkerung durch Impfungen auf 500 Millionen Menschen reduzieren will. Ja, eine Verschwörung, die die Menschheit reduzieren will auf 500 Millionen Menschen. Bill Gates plant das. Was Bill Gates davon hat, ist mir nicht ganz klar. Vielleicht will Bill Gates, dass weniger Leute seine Produkte kaufen. Vielleicht nervt es ihn, wenn er im Urlaub immer so lange am Buffet anstehen muss. Vielleicht ist 500 Millionen seine Glückszahl. Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Auch Xavier Naidoo hat sich inzwischen sehr weit entfernt von dem, was mal seine Kernkompetenz war. Der war ja hauptberuflich, Heulboje. Das kann er auch ganz gut. Inzwischen weiß er angeblich, wo Atlantis ist. Ich hoffe, er geht da sehr schnell auf Tournee. Auch Xavier Naidoo ist der Meinung, Corona sei nur erfunden worden als Ablenkungsmanöver. Damit die Welt nämlich nicht merkt, dass der gute Donald Trump, ist einer von den guten, Donald Trump, dass der gerade Kinder aus den Händen von Verbrechern befreit, die im Auftrag einer satanischen Weltregierung handeln. Das glaubt er wirklich. Und dass Bill Gates und der Teufel hinter all dem stecken. Denn der Teufel hat die Welt übernommen. Der Beweis bei Xavier Naidoo, die Achsneigung der Erde liegt bei 23,4 Grad. Subtrahiert man dies von der Zahl 90, ergibt das 66,6. Noch Fragen? Ich denke nein. 666 ist ja für Verschwörungstheoretiker die Zahl des Teufels. Also das sind handfeste Beweise. Die Frage ist aber jetzt, wer ist denn der Teufel? Ich habe da ja so meine Theorie. Ich sage, das sind Xavier Naidoo und Attila Hildmann. Ja klar, passen wir auf. Die Vornamen der beiden haben jeweils 6 Buchstaben. Naidoos Nachname, auch 6 Buchstaben. Merken Sie was? 666. Nehmen wir dann noch das Geburtsdatum von Hildmann. 22.04.1981 in Berlin. Und das von Xavier Naidoo. 2.10.1971 in Mannheim. Ja, wenn man das jetzt mal zusammenzählt, 22 plus 4 plus 1.981 plus 2 plus 10 plus 1.971, dann ergibt das
3.990. So, Hildmann ist in Berlin geboren. Da fängt die Postleitzahl mit 1 an. Xavier Naidoo ist in Mannheim geboren. Da fängt die Postleitzahl mit 6 an. 1 mal 6 sind 6. Und wenn wir diese 6 zu den 3.990 hinzuaddieren, dann bekommen wir 3.996. Und wenn man die durch 6 teilt, was kommt dann raus? 666. Also, liebe Verschwörungstheoretiker, wenn irgendwo der Teufel steckt, dann entweder im Detail oder bei diesen beiden Pappnasen. Mitgelaufen bei einer Anti-Corona-Demo in Gera ist auch der Thüringer FDP-Mann Thomas Kemmerich. Hier rechts im Bild natürlich ohne Maske. Klar, er hat keine Angst vor Corona, warum auch? Wahrscheinlich hat man ihm gesagt, Corona ist wie eine Amtszeit als Ministerpräsident. Nach 2 Tagen ist alles vorbei. So wurde Kemmerich übrigens angekündigt. Er war für einen Tag unser Ministerpräsident. Für mich ist er unser einziger aktuell legitimer Ministerpräsident. Thomas Kemmerich. Ja, für die einen der einzige aktuell legitime Ministerpräsident, für die anderen der Ministerpräsident der hasserfüllten Herzen. Es ist ja schon der 2. Skandal von Kemmerich in einer relativ kurzen Zeit. Glückwunsch. Beim 5. Skandal gibt es ein Pfannenset von WMF. Und Thomas Kemmerich sagt, er ist da mitgelaufen, weil er eben nicht will, dass Teile der Mittelschicht mit ihren Sorgen von der AfD vereinnahmt würden. Das ist die alte deutsche Methode, mitmarschieren, weil man dagegen ist. Einfach mal einreihen, aber kritisch. Das ist ein Fall für Sarah Bosetti. Sarah Bosetti beantwortet bei uns normalerweise Zuschauerkommentare. Diesmal antwortet sie aus aktuellem Anlass auf die neuesten Kommentare der FDP. Ja, am Wochenende wurde demonstriert. Ich habe nicht genau verstanden, wofür. Ich glaube, es ging um das Recht, andere Menschen für die eigene Freiheit sterben zu lassen. Verständliches Anliegen. Unter anderem ist da Herr Kemmerich von der AfD mitgelaufen. Nein, das ist falsch. Herr Kemmerich von der FDP ist da mit der AfD mitgelaufen. Sorry, kann man schon mal verwechseln. Heute habe ich an einer Veranstaltung in Gera teilgenommen. Für Verhältnismäßigkeit und einen Corona-Exit mit Maß und Mitte, hat er dazu auf Twitter geschrieben. Maß und Mitte waren aber gar nicht auf der Demo. Genauso wenig wie Vernunft und Empathie. Die sind lieber zu Hause geblieben. Ich möchte trotzdem mal sagen, lieber Herr Kemmerich, ich finde das nicht gut, dass man Ihnen vorwirft, dass Sie mit all den Rechtspopulisten und Verschwörungshainis spazieren gegangen sind. Ich meine, es dürfen sich ja momentan nur Menschen aus 2 Haushalten treffen. Sie wohnen also offensichtlich mit der Hälfte dieser Leute zusammen. Ganz ehrlich, würde ich auch mal an die frische Luft gehen wollen. Ein Parteikollege von Herrn Kemmerich, Wolfgang Kubicki, hat bei Anne Will zum Thema Reproduktionszahl und Ansteckungsgefahr gesagt, wer Angst hat, soll zu Hause bleiben. Lieber Herr Kubicki, ich finde das einen ganz wundervollen Satz. Er kommt nur ein bisschen spät. Wenn Sie den 2015 zu Pegida gesagt hätten, als alle der Meinung waren, man müsste die Ängste der Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen, hätten Sie da gesagt, wer Angst vor Ausländern hat, soll halt zu Hause bleiben. Das hätte ich schon ziemlich lustig gefunden. Aber insgesamt ist diese kümmert euch nur um euch selbst Haltung ja der Inbegriff der FDP. Ich habe deshalb der FDP ein Gedicht geschrieben. Es geht folgendermaßen. Liebe freie Demokraten, wir sehen, die Erdzahl pegelt krass. Ihr mahnt vom Staat nichts zu erwarten. Der Markt, der regelt das. Ihr sagt, die Freiheit, die ist wichtig. Mensch und Markt gehört die Macht. Ihr liegt damit zum Teil auch richtig. Doch ich habe da einen Verdacht. Vielleicht seid ihr auch einfach faul. Ihr habt keinen Bock, uns zu regieren, wollt Eier schaukeln oder kraulen und keine Toten kalkulieren. Doch geht ihr damit über Leichen? Mit euch wird man im Regen nass, bis wir halt eure Stelle streichen. Die Wahl, die regelt das. Vielen Dank, Sarah Bosetti. Thomas Kemmerich hat ja jetzt angekündigt, sich aus dem FDP-Bundesvorstand zurückzuziehen. Das ist wahrscheinlich auch konsequent. Also wahrscheinlich gehört er wirklich eher in die AfD. Es drängt sich doch der Verdacht auf, dass der in der FDP nicht so richtig gut aufgehoben ist. Genauso wie Boris Palmer nicht so richtig zu den Grünen passt. Der Tübinger Oberbürgermeister hatte ja mit diesem markanten und etwas forschen Corona-Statement auf sich aufmerksam gemacht. Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Ja, und da ist es dann auch nicht so wirklich wichtig, sich zu bemühen. Alte Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen. Vielleicht sollte man auch beim TÜV demnächst immer nachfragen. Ihre Bremsen sind kaputt, aber sind Sie krank? Aha. Und wie alt? 71. Nee, dann ist kein Problem. Hier die Plakette. Kein Thema. Kann man doch machen. Warum nicht? Man stirbt ja auch nicht
an einem Verkehrsunfall, man stirbt ja mit einem Verkehrsunfall. Klar, man stirbt an inneren Blutungen, aber nicht an einem Verkehrsunfall. Viele Grüne würden Boris Palmer gern loswerden. Bei der FDP wiederum gibt es einige, die ihn aufnehmen würden. Die FDP Baden-Württemberg hat ihm ein Angebot gemacht, aber Palmer hat abgelehnt. So leicht werden die Grünen ihn dann wohl doch nicht los. Die SPD kann ein Lied davon singen. Die SPD wiederum versucht ja seit Jahren, Thilo Sarrazin auszuschließen. Und Hans-Georg Maaßen wirkt bei der CDU auch zunehmend deplatziert. Ich frage mich, ist das einfach nur der Quertreiber Comedy Club? Oder steckt vielleicht sogar mehr dahinter? Ist es vielleicht eine ganz, ganz große Geschichte, eine Verschwörung, ein gemeinsamer Plan? Ich sage nur so viel. Das ist auf jeden Fall Stoff für ganz großes Kino. Tobias Döll. Action! Dreharbeiten zu Quentin Tarantinos neuem Meisterwerk. Das Remake von Pulp Fiction ist eine aberwitzige Geschichte um vier verrückte Politiker in einem irren Wettstreit darum, wer seiner eigenen Partei den größten Schaden zufügen kann. Der Titel: Spalt Fiction. Ja, die vier lernen sich bei einem Treffen anonymer Egomanen mit übertriebenem Geltungsdrang kennen. Nach einer durchzechten Nacht schließen sie eine Wette ab. Wer als Erster aus seiner Partei fliegt, der gewinnt. Und zwar zwei Huba-Buba und eine Packung Trill-Vogelfutter. Was als harmlose Wette beginnt, entwickelt sich, typisch Tarantino, zu einem politischen Amoklauf. Um ihren Rauswurf zu provozieren, lässt Tarantino seine Hauptdarsteller bis ans Äußerste gehen. Sarrazin schockiert die SPD mit rechtspopulistischen Büchern. Maaßen schockiert die CDU mit rechtspopulistischen Parolen. Ich bin damals nicht in die CDU eingetreten, dass gleichwohl 2,07 Millionen Asylsuchende oder überspitzt formuliert 1,8 Millionen Araber nach Deutschland kommen. Palmer schockiert die Grünen mit rechtspopulistischen Tweets. Und Kemmerich schockiert die FDP, weil er sich von Rechtspopulisten zum Ministerpräsidenten wählen lässt. Viele Leute fragen mich, wieso die alle nur nach rechts driften. Da kann ich nur sagen, der Film spielt in Deutschland, verdammt. Was habt ihr erwartet? Und immerhin habe ich am Ende noch die Corona-Eskalation eingebaut. In der Tat nimmt der Film im letzten Drittel noch einmal Fahrt auf, als Palmer über den Sinn von Corona-Beschränkungen faselt. Ich sage es Ihnen mal ganz brutal, wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Der Höhepunkt des Films ist allerdings der Auftritt des trotteligen FDP-Manns Kemmerich auf einer irren Anti-Corona-Demo. In diesen Worten steckt im Grunde die ganze Message des Films. Übrigens, wir mussten die Szene 50 Mal drehen und dieser Take war davon noch der beste. Ob überhaupt mal einer der vier aus seiner Partei fliegt, erfährt man in diesem Film leider nicht. Dafür wird man am Ende mal wieder mit einer typischen Tarantino-Tanzszene entschädigt. Habt ihr gesehen, wie der Palmer tanzt? Krasse Scheiße. Da kann John Travolta einpacken. Spalt Fiction. Jetzt im Kino. Viele Menschen erwarten ja durch Corona einen Digitalisierungsschub in Deutschland und dass sich auch die Arbeitswelt komplett revolutioniert. Nach dem Motto, Meetings werden überflüssig, weil man das ja alles per Videokonferenz machen kann. Ja, klar. Nur haben wir auch erlebt, Videocall mit den Kollegen bei geringer Bandbreite ist unfassbar nervig. Wenn alles anfängt zu ruckeln und zu zuckeln und die Stimme verzerrt ist, man fragt sich oft, ist das noch Skype oder schon ein japanischer Horrorfilm? Ich meine, es wäre schön, wenn in Deutschland jetzt zum Beispiel auch die Behörden komplett digitalisiert würden. Digitalisierung first, Abheften second. Das wäre mal ein Ziel. Wenn es da einen Schub gäbe, es wäre fantastisch. Aber wir reden von Behörden, die sich noch vor wenigen Monaten mit solchen Datenpannen herumschlagen mussten. Hamburgs Behörden sind heute Nachmittag von einer schweren Datenpanne betroffen gewesen. Alle städtischen Mitarbeiter wurden mit hunderten E-Mails überschüttet. Eine Systemverantwortliche hatte versehentlich auf alle Benachrichtigen geklickt. Sie verfügte über die seltene Berechtigung, alle 65.000 Adressen anzuschreiben. Hunderte Behördenmitarbeiter meldeten zurück, dass es sich um Fehlläufer handele. Jede Antwort ging dann wieder an alle. Ja, dann lasst uns erstmal daran arbeiten, dass sowas nicht mehr vorkommt. Dazu kommt ja die schlechte technische Ausstattung, zum Beispiel auch bei der Hamburger Polizei. Die neue Serie, Neulandrevier. Ja, wenn der Schutzmann ins Netz kommt, lacht der Ede ihn aus, hier im Neulandrevier. Ja, das Digitalste an der Polizei ist tatsächlich der Notruf. 110. Also es wäre wünschenswert, wenn Corona die Digitalisierung in Deutschland beschleunigt. Und für die Hamburger Polizei wäre es sozusagen fantastisch. Linda Luft.
Achtung, Achtung, hier spricht die Hamburger Polizei. Bei der Verbrechensbekämpfung gehen wir immer mit der digitalen Zeit. Nicht nur analog, auch im Internet. Da gibt es nur ein kleines Problem. Wir klären Straftaten heute nicht mehr auf, weil wir in der IT-Welt so sehr abgehängt wurden. Und das wird Jahrzehnte dauern, um das aufzuerhalten. Ach so, ja, das mit der Digitalisierung ist so eine Sache. Leider haben wir es noch nicht geschafft, etwa 7000 Rechner von Windows 7 auf Windows 10 umzustellen. Und das mit dem Internet der Dings, Windows 0.0, also das Internet, läuft zu lahm. Wir sind an dem Thema dran, aber wir sind auch nicht in einem Zustand, wo wir sagen, es ist jetzt alles toll. Ich kann verstehen, dass es da an dem einen oder anderen Punkt der Unzufriedenheit gibt jetzt im Moment. Allerdings laufen wir jetzt auch richtig in eine riesige IT-Modernisierungsoffensive auch rein. So eine riesige IT-Modernisierungsoffensive kann dauern. Dass die Rechnerumstellung kommen wird, weiß man auch erst seit 8 Jahren. Egal, mit dem privaten Gerät geht's auch viel schneller. Wenn meine Kollegen das LKA verlassen, dann ist es so, als betritt man eine digitale Welt. Eine digitale Welt, die man so am Arbeitsplatz nicht hat. Gut, aber dafür sind wir Ermittler total kreativ. Wenn es schnell gehen soll, fotografieren wir beispielsweise Handynachrichten ab, um überhaupt einer Spur nachgehen zu können. Die Sicherung und Auswertung beschlagnahmter Handys könnte nämlich bis zu 9 Monate dauern. Das ist eine Katastrophe für ein Strafverfahren, wo man vielleicht schnelle richterliche Entscheidungen herbeiführen will. Haftbefehle, Durchsuchungsbeschlüsse. Digitalisierung. In Baden-Württemberg hat die Polizei offenbar mit einem Klick alle Ermittlungsergebnisse und Verhörvideos auf dem Schirm, während unsere Staatsanwaltschaft noch eine Papierakte bekommt. Aber hey! Wir sind an dem Thema dran, aber wir sind auch nicht in einem Zustand, wo wir sagen, es ist jetzt alles toll. Toll sind dafür aber unsere Outfits. Guck mal hier. Und unsere geilen Karren. Wahnsinn. Wie heißt es so schön? Außen hui, innen. Genau. Jeden Tag gibt es neue Hiobsbotschaften aus der Fleischindustrie. Ein Schlachthof nach dem anderen wird zum Corona-Hotspot. Es gibt jetzt mehrere hundert Corona-Fälle deutschlandweit, nur bei Schlachthofmitarbeitern. Bei Westfleisch im Kreis Coesfeld gibt es mindestens 230 Corona-Fälle. Und genau das ist auch in einem Schlachthof in Bad Bramstedt in Schleswig-Holstein passiert. Dort sind 119 Mitarbeiter infiziert. 8 Mitarbeiter wurden am Standort Bogen positiv auf das Virus getestet. Da muss die ganze Belegschaft in Quarantäne. Da machen sich inzwischen viele Deutsche schon Sorgen und fragen sich, wer kümmert sich denn jetzt um das Fleisch? Und wie kommt es zu der hohen Ansteckungsrate? Es sind ja genau wie bei der Spargelernte vor allem Billigarbeiter aus Osteuropa, die in Schlachthöfen arbeiten, oft angeworben von Subunternehmern. Und der Geschäftsführer von Müllerfleisch zum Beispiel soll laut Spiegel angeblich gesagt haben, der Grund für die vielen Ansteckungen sei folgender. Die Rumänen seien nun mal sehr gesellig. Klar, der Afrikaner schnackselt gerne. Der Rumäne feiert gerne. Sonst noch ein blödes Klischee. Vielleicht hätten die bei Müllerfleisch zusätzlich zu den Rumänen noch 1-2 Polen anstellen sollen. Die hätten das Virus rechtzeitig geklaut. Ja? Die Realität sieht so aus. Bei Müllerfleisch in Pforzheim wohnen bis zu 16 Personen auf 117 Quadratmetern. Die haben bestimmt gedacht, wenn wir 16 Mann in eine Bude stopfen, dann passt da kein Virus mehr rein. Dann sind wir safe. Eigentlich müsste es auf Fleischverpackungen solche Hinweise geben. Fleisch von Arbeitern aus Käfighaltung. In Niedersachsen fordert die Regierung jetzt Einzelzimmer für die Schlachthofmitarbeiter. Daraufhin hat der Bürgermeister von Söge, Günther Wiegbers, gesagt, das ist völlig lebensfern. Klar, völlig lebensfern. Schließlich gefährdet ein solcher Ansatz das deutsche Grundrecht auf Nackensteak für 1,99 Euro. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat sich nun auch an die schwarzen Schafe in der Branche gewandt und klargestellt, es gibt Regeln, die müssen unbedingt eingehalten und die Einhaltung von den zuständigen Behörden kontrolliert werden. Und sobald ich herausgefunden habe, wer in diesem Land die zuständige Ministerin ist, kann die sich aber auf was gefasst machen. Klöckner hat ja viel zu tun. Kochen mit Johann Lafer zum Beispiel. Das hat sie vergangene Woche gemacht. Initiiert von der Bild-Zeitung. Es gab auch Fleisch, und zwar Fleisch in der niedrigsten Qualitätsstufe überhaupt. Stufe 1 von 4. Stallhaltung. Aus der Fleischfabrik. Da muss man sich klar machen, da ist das Gesündeste die Plastikfolie drumherum. Vielleicht hat Klöckner aber auch ihr eigenes Label nicht richtig verstanden und hat gedacht, 1, das ist die Schulnote 1 für das Schwein. Vielleicht hat das Schwein Abitur. Ein Streberschwein.
Kann ja sein. Außerdem hatte Klöckner einen Auftrag, sie musste nämlich werben. Die ganze Sendung wurde gesponsert von Kaufland. Ein klarer Interessenskonflikt für sie als Nestle-Markenbotschafterin. Oder? Für Nestle hat sie ja auch mal ein Video gemacht. Ich glaube, viele Bürgerinnen und Bürger wissen gar nicht, dass Julia Klöckner Ministerin ist. Die gucken abends Tagesschau und denken, nanu, warum sitzt die Frau aus dem Homeshopping-TV da zwischen Seehofer und Merkel? Ihre nächsten Werbeauftritte stelle ich mir auch schon sehr schön vor. Hier, ich bin ja doch blöd. Oder Fettnäpfchen, sie baden gerade ihre Füße drin. Aber ist auch prima, wenn man eine Ernährungsministerin hat, der alles Wurst ist. Wir halten fest, es gibt ein paar Einzelfälle, es gibt ein paar Schlachthöfe, die sich nicht an die Regeln halten. Es gibt aber kein grundsätzliches strukturelles Problem. Nein, nein, die Fleischindustrie arbeitet insgesamt vorbildlich und ist ein super duper Arbeitgeber. Hey, du! Wer? Ich? Ja, genau du! Wolltest du nicht schon immer mal was mit Tieren machen und mit Menschen aus ganz Europa zusammenarbeiten, vor allem aus Osteuropa? Klar, warum nicht? Dann komm doch zu uns in die Fleischindustrie und werde Arbeiter in einem unserer wunderschönen Schlachthöfe. Wir bringen Menschen zusammen, um Tiere auseinanderzunehmen. Bei uns kannst du den ganzen Tag mit Tieren arbeiten. Welche Rolle spielen dann schon Zeit, Geld oder Arbeitsschutz? Keine? Genau! Da vergehen 16 Stunden wie im Flug. Unser Motto lautet, weniger Bürokratie, mehr Zeit fürs Vieh. Und ob am Ende irgendeine Brandschutztür offen oder ein Notausgang geschlossen ist, ist dem Fleisch doch egal. Okay, und was verdient man da so? Gute Frage. Von deinem Mindestlohn ziehen dir unsere Subunternehmer nur einen kleinen Anteil für die Unterkunft ab. Da bleiben dir sicher noch ein paar Euro zum Verprassen. Nice. Übrigens, die tollen Unterkünfte versprechen Spaß und Abwechslung. Wenn man sich mit Dutzenden Leuten die Wohnung teilt, wird es garantiert nie langweilig. Aber kann man sich da nicht total leicht mit Corona anstecken? Na, du stellst vielleicht Fragen. Lass es uns so sagen, wenn sich jemand mit Viren und Bakterien gut auskennt, dann ja wohl wir. Und wenn am Ende sogar die Wurst lächelt, wenn Julia Klöckner und der Typ mit dem Schnauzer für schmales Geld durch unser Hackfleisch kneten können, dann weißt du, dass du bei uns genau richtig bist. Deine Fleischindustrie. Eigentlich bin ich ja Vegetarier, aber das hat mich überzeugt. Ein Film von Tim Grundahl und Tobias Dell. Ja, da kriegt man noch direkt Appetit. Man kann der Fleischindustrie nicht die Schuld geben, denke ich. An diesem ganzen Wahnsinn. Auch nicht den Subunternehmern, auch nicht den Verbrauchern. Eigentlich sind doch die Tiere schuld. Die Schweine. Die zwingen uns doch dazu, sie zu schlachten, weil sie so gut schmecken. Also von unserer Seite ist das eine angemessene Reaktion auf eine kulinarische Provokation. Ja, hätten wir das auch mal geklärt. Und jetzt abgehakt die Woche aus der Sicht der Nachrichten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu den Nachrichten. Stöcke raus, der Spaß beginnt, liebe Gastromenschen. Seit dem Wochenende dürfen sie schrittweise wieder öffnen. Schritt 1, vor den Gästen kommen die Journalisten und feiern das Messen. Und? 1,50 Meter. Bingo, jetzt das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste, der Mund-Nasen-Schutz. Falsch, jetzt kommen die Interviews zum Abstand. Abstand. Hallo. Wie wollen Sie die Abstände gewährleisten? Zur Not mit einem solchen Abstandshut für Reporter? Aber nun zur alles entscheidenden Gastrotätigkeit fürs Fernsehen. Sprühen und Wischen am Sonntag. Und auch am Montag um 7:15, dann nochmal für die Schalte um 8. Jetzt polieren, nachwischen, gleich wieder sprühen, abputzen. Des Kaisers neue Kleider. Ladies and gentlemen, Donald Trump ist doch noch ganz dicht. Nach Infektionsfällen im Weißen Haus gilt dort nun Maskenpflicht. O weiser Kaiser von Testing und Toten, grad hielten sie dich noch für einen Idioten. In der Maskenfabrik, als sich alle frugen, warum Trump, seine Begleiter und der Chef der Fabrik im Gegensatz zu den Mitarbeitern keine Masken trugen. Doch nun Maskenpflicht für alle. Was soll man da sagen? Er selbst werde aber keine Maske tragen. Thank you very much. War sonst noch was? Ach ja, Autodisco in Niedersachsen. Das ist so mega, mega!
mega geil. Mega geil. Ausflippen beim Sitztanzen, Dackelwackeln, bis die Spannung am Ende ist. Am Abend kapitulieren zig Batterien. Tja, ihr Hupen, über Brücken musst du gehen. Abgehakt von Sine Wiegers. Endlich ist sie da, meine Damen und Herren, die neue deutsche Corona-App. Hier die ersten Bilder. Kleiner Scherz. Sie ist natürlich noch nicht da. Seit Wochen wird uns eine App angekündigt, die es irgendwie immer noch nicht gibt. Es hieß erst, sie käme Anfang Mai. Aktuell heißt es, es wird wohl Mitte Juni. Ich bin sehr gespannt, wie die App dann aussehen wird. Hat sie eine Sprachsteuerung? So wie Hallo Siri? Bestimmt. Kann man die Corona-App aktivieren mit Hachi Jens. Die Bundesregierung will dafür auf jeden Fall mit den wichtigsten Firmen des Landes zusammenarbeiten. Ich habe ein bisschen Angst, es ist wieder die Autoindustrie und die App läuft am Ende mit Diesel. Immerhin, es wird wohl schon intensiv getestet. In Berlin testen Soldaten die Technik für eine mögliche Corona-App, die mit Hilfe von Bluetooth arbeitet. Ach du lieber Himmel, Soldaten. Die Bundeswehr ist in die Entwicklung der App einbezogen, mit ihrem Know-how. Das heißt, das Handy zeigt irgendwann an, dass sich beim Spazieren der Hund angesteckt hat, weil die App daneben gezielt hat. Das Wichtigste ist natürlich der Datenschutz, deswegen werden ja auch die Daten nicht zentral gespeichert, wie ursprünglich geplant, nämlich, ne, so hat man sich das vorgestellt, einfach zentral auf dem Laptop von Jens Spahn, sondern dezentral und anonymisiert. Ist natürlich besser, ist es datensparsam. Auf der anderen Seite kann man sich auch fragen, ist es nicht ein bisschen verschenkt? Denn man könnte ja auch in so einer App zum Beispiel Werbung schalten. Wenn man sich mit jemandem getroffen hat, der infiziert war, dann kommt eben vor der Meldung ein Spot für Hustenbonbons. Und damit das ganze Projekt funktioniert, muss die App ja auch von mindestens 60-70% der Bevölkerung freiwillig installiert werden. Da müsste man schon Anreize schaffen, so wie Facebook oder Google das machen. Da müsste die App schon ein paar Zusatzfeatures bieten, ist meine Meinung. Zum Beispiel Corona und Wettervorhersage, ja? Oder Corona und Persönlichkeitstest. Welche Nudelsorte sind sie? Oder Corona und süße Katzenbilder. Oder um wirklich alle Datenschutzbedenken zu zerstreuen, Corona und Payback-Punkte. Wie ist in Deutschland die Stimmung? Sind die Deutschen bereit für die Corona-App? Unsere russische Austauschreporterin Katja Kreml macht den Test. Hallo, hier ist Katja Kreml. Deutschland diskutiert gerade über Freiheitsrechte und Datenschutz bei einer möglichen Corona-App. Wir Russen können nur darüber lachen. Bei uns sind alle Daten sicher. Vor allem die von euch Deutschen. Wie würdest du es machen? Würdest du dir so eine App installieren? Also ich finde diese App, also meiner Meinung nach, ist es Quatsch. Die Frage ist überhaupt, gibt es diesen Corona auch wirklich? Wir sind früher auch nicht geortet worden, Sie wahrscheinlich auch nicht und wir haben das alle Aber es überlebt. Gab ja auch kein Corona. Vielleicht sollte man sie verchippen. Grippeviren. Ja, ich weiß jetzt nicht, worüber die Leute da Angst hätten. Also ich habe da jetzt gar keine Probleme, da diese App runterzuladen und die dann auch zu benutzen, auch wenn dann vielleicht ein paar Daten von mir dann irgendwo anders hinkommen. Ich fühle mich unfrei, wenn jeder meine Daten hat. Gleichzeitig teilen aber Ihre Daten mit Amazon, Facebook oder Google. Ja, also gut, wenn Facebook und Google meine Daten hat, ist es okay. Was macht man mit den Kindern? Sie haben ja oft auch noch kein Smartphone. Könnte man denn einen Chip implantieren? Implantieren würde ich auch nicht. Eventuell über ein Armband nachdenken. Ein Armband würde man vielleicht eher tragen. Für diejenigen, die kein Smartphone haben... Ja, da kann man vielleicht was anderes erfinden. Eine Fußfessel? Eine Fußfessel. Wie könnte das kontrolliert werden, dass die Leute sich an die Regeln halten? Bei uns in Russland gibt es Videoüberwachungskameras mit Gesichtserkennung. Wie könnte man das anders kontrollieren? Das wäre zum Beispiel eine Option, dass wir Menschen eine Kameras aufbauen, dass es richtig verfolgt wird, dass die Polizei mehr im Einsatz ist. Ich will jetzt nichts behaupten, aber also meine Nachbarn sind wachsam. Ich möchte mich immer noch in einem Land frei bewegen können, ohne dass ich immer das Gefühl habe, ich werde beobachtet. Was mir halt auffällt, ist an den Seen, an dem Beach, da sammeln sie sich alle und haben halt eben keinen Mundschutz an. Haben Sie das dann auch ordnungsgemäß gemeldet, als Sie gesehen haben, dass die Leute gegen Auflagen verstoßen? Also ich sehe das halt, wenn ich habe das sogar auf Facebook gepostet. Ich habe das wirklich öffentlich gemacht, guckt da drauf, auf diesen Plätzen. Ne, einfach Bilder oder Videos machen, genau, und dann, genau, verbreiten. Genau. Fazit, die Deutschen sind gespalten.
Einige wollen sich von dem deutschen Staat überwachen lassen und die anderen nicht. Warum auch? Amazon, Google und Facebook machen das ja eh schon viel besser. Das war Katja Kreml für Extra 3. Ein Film von Sebastian Ried. Das war Extra 3. Jetzt kommt Zapp. Da geht es um die Frage, wie sicher eigentlich Journalisten auf Hygienedemos sind. Wir sind nächsten Mittwoch wieder da. Machen Sie es gut.